Eigentlich ist das Ende vom FC Real Bonau ja beschlossene Sache. Das aber kein richtiges Ende, sondern vielmehr ein Anfang ist. Aus Real Bonau wird schließlich zusammen mit der Spielvereinigung Moosburg der neue FC Moosburg, konnte das 40-jährige Vereinsjubiläum natürlich entsprechend gefeiert werden. Dazu gab es natürlich grirbige Musik mit den Grirbigen und natürlich die ein oder andere Rede zum festlichen Anlass. Sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen 40-Jahr-Feier. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere erste Bürgermeisterin und Vizelandrätin Frau Anita Meidl. Wir sind ja gerade in der Europameisterschaft und gleichzeitig 40 Jahre Real Bonau. Kann ich jetzt sagen, was haben die beiden gemeinsam? Erzählt, was sie denken, wenn sie an das letzte Spiel unserer deutschen Mannschaft sich erinnern, das haben sie nicht gemeinsam, aber vielleicht das Motto sollten sie zumindest gemeinsam haben, das ist immer so schön heißt. Fußball ist unsere Welt und Fußball ist unser Leben. War natürlich hart. Keinen eigenen Platz und nur die Spielmöglichkeit als Spielvereinigung 1B, das heißt, man war angeschlossen an die damals selbstständige Spielvereinigung. 40 Jahre sind seitdem vergangen. 1974 übrigens gab es das Reisernehmer dem Schwimmbad, das der Verein als Umkleidegebäude umgebaut hat und das immer noch benutzt wird. Man sieht, sie alle haben in den Jahren sehr viel an Eigenleistung und Einsatz gebracht. Und auch in der Zukunft werden sie erneut und intensiv gefordert. Die Spieler des FC Real Bonau haben in den vergangenen 40 Jahren manchen Sieg errungen, aber auch manche Niederlage einstecken müssen. Es ging bergauf und dann ging es mal wieder bergab. Ich weiß nicht, ob man da immer an den FC oder beziehungsweise an Real Madrid gedacht hat, aber sie haben das alle immer mit Humor und mit Begeisterung hingenommen. Als einen Bericht von der Moosburger Zeitung konnte ich entnehmen, dass man von Anfang an auf dem Fußballfeld Lehrgeld bezahlen musste, aber man nahm es immer mit Humor. Das bestätigt ein Zitat, das ist vom Juli 98 anlässlich des 30-jährigen Jubiläums. Da wurde gesagt, in Bezug auf die anderen Vereine, je größer die Packung, desto größer war das Fest danach. Ich finde die Klasse.